gegenseitig in die Hose geklackt, klingt auf jeden Fall falsch. Junge, weil das Pressure ist, das ist härter als Millennium gegen Unicorns of Love Pressure, damals. Pressure, Alter! Er kommt mir mit Pressure! Ja, wir gewinnen einfach. Wenn jetzt du das hier nicht ernst nehmen kannst, und Kevin Decker die Aufnahme. Okay. Die läuft jetzt. Hallo, okay. Leute! Erster Bann ist erstmal der Fiddlesticks. Erstmal Fiddlestick weg. Da wollen wir gar nichts mehr TS schon? Hä? Wir müssen im TS, ja. Tim? Ja, ich bin im TS. Hallo, Tim! Ich bin nur voll noch, also komplett perplex, dass ich jetzt spielen muss. Ja, kann ich verstehen. Du hast gut geschauspielert. So. Hey, hallo, ist die Aufnahme? Schneiden wir raus, das war sehr. So, jetzt bannen wir noch den Maokai weg. So, und wenn wir. Jetzt haben wir ja quasi noch einen übrig, ne? Ja. Und da ist jetzt die Frage: Was ist, wenn wir jetzt Xayahrakan. Nevermind. Ich will Xayahrakan. Xayahrakan steht nicht mehr zur Verfügung. Sagen wir es mal so. Oder Braum. Ich will Braum bannen und Orn. Aber was mit dem Tristana? Wir wollen aber Orn nicht first picken. Aber wir wollen Orn nicht first picken. Was ist mit dem Tristana? Wir wollen Orn nicht first picken. Warum willst du Tristana bannen? Weil die Tristana gerade gegangen sind und ich finde Tristana mega ätzend gegen zu spielen. So. Und das können halt Caitlyn in Tristana picken und die Lane reinpushen. Ja, dann im Zweifel können wir auch noch Gragas bannen, so, dann hat er sein Comfort-Pick nicht. Dann bann Gragas. Bann die Scheiße aus dem Jungen raus. Okay. So, ich bin gespannt. So, jetzt gehen die für Galio oder Ornn? Und wenn die nicht dafür gehen... Dann gehen wir dafür. Dann würde ich sagen, gehen wir für Galio Ornn. Dann hat Kevin halt eine scheiß Lane. Ja, oh, das passt. Aber das passt, ne? Das passt, oh. Das passt. Das Alter, passt. Leute, ich den Bullen rausholen kann. Alter, bist... Oh, Psycro okay, mit seinen besten... Das ist dummes Zwerg, wir können am Kench gehen. Also wir gehen dann später. Stimmt. Wir gehen einfach für... Warte, jetzt. Aber lass mal überlegen, wenn wir... Also kriegen wir Tahm Kench da noch? Oder müssen wir jetzt dritten Pick vielleicht schon ADC picken? Was wäre jetzt mit Jarvan Galio? Wir können als dritten Pick einfach Tahm Kench gehen. Nimm erstmal Galio, den nehmen wir ja so oder so. Ja. Ja, aber wir picken gleichzeitig, oder? Die Galio. Nee, das ist ja die coole... Okay. Alter, ja. Tim, aber übel laut. Was spricht jetzt gegen Jarvan? Also ich finde halt Orn persönlich so stark, dass ich ungern gegen spielen würde und ihn lieber im Team habe. Same. Ja, dann pick Orn. Also, und außerdem muss ich sagen, war Kevins Orn halt echt juicy. Ja, finde ich same. Bin fucking. Ich finde Orn einfach viel zu stark später so. Und ja, Orn ist halt schon genug, um seine Lane safe zu halten. Und wir können halt jetzt eine fast Triple Frontline spielen, so. Das ist halt genau das, was die normalerweise spielen. Nur, dass wir es halt können. Das stimmt. So, also, wir haben jetzt gegen Trash immer noch die Option, einfach Tahm Kench zu picken, aber müssen wir nicht zwangsläufig. Das ist halt eine. Das ist halt genau das die Konsequenz, ne? Kalista ist halt. Ich werde es für Rek'Sai gleich. Sehr, sehr strong. Rek'Sai Taric, Alter. Also wir könnten jetzt entweder für Botlane, könnten wir entweder halt mit Tahm Kench irgendwas spielen, hätten aber 0,0 Pressure und würden halt komplett reingepusht werden. Das bannen, ne? Also wir können theoretisch auch Gnar bannen und sowas. Das könnten wir machen, ja. Aber wie gesagt, also... Zack. Und dann also kommt Jungle, Alter. Tahm Kench ist gegen die schon mal so richtig lecker eigentlich. Holy shit, kannst du Poppy Jungle spielen? Ich kann eigentlich alles Jungle. Aber wollen wir das nicht machen? Jungle jetzt nicht picken, ich würde Thresh sichern und jetzt. Und ich würde den Tahm Kench jetzt sichern wollen. Tahm Kench meine ich ja. Und dann Toplaner bannen. Gnar, Fiora, I guess. Wollt ihr Tahm Kench, ja? Ja, ich glaube schon. Wenn du da noch genug ADCs hast. ADCs ist kein Problem, denke ich. Ja, ich weiß nicht, wie das gegen Kalista ist. Caitlyn ist open. Wir haben halt Bot nur wirklich gar keine Pressure dann. Also, ich jetzt 15. Dann bann jetzt mal das, was am schlimmsten. Also, entweder bann wir jetzt Midlaner oder Toplaner. Und ich würde halt sagen Toplaner. Weil Midlaner. Fiora. Na, Fiora müssen wir nicht mal bannen, ich glaube, der Typ... Dann lass doch Gnar und Orianna bannen. Ich hab Ori Skate halt so gut. Und ich will das Skating halt auf unserer Seite haben. Ja, dann Gnar und Orianna. Ich bann erstmal Orianna. Echt? Oder so. Du kannst auch erst Gnar bannen, ja, also. Ja, dann bann ich erst Gnar. Ja, weil dann wissen die ja, was wir vorhaben. Das stimmt, ja. Aber wenn du eh danach keinen zweiten Toplaner mehr bannen willst, so? Ja, das stimmt. Und Ori mit Zack und Thresh Kalista ist halt... Puh. Die werden noch weiter Jungler wahrscheinlich bannen anstatt Midlaner, glaube ich. Anstatt AD Carries. Ja, ich glaube ADCs sind zu viel offen, aber. Oh ne, meint, die Spiele bannen echt AD Carries. Das ist halt super safe, aber Tristana hätte ich eh nicht gepickt, die werden ihn die ganze Zeit reingepusht, das wäre mega Suizid. Und dann war noch Ori, I guess. Das ist halt die Frage, wie es mit unserem Damage-Split aussieht, ne? Aber Ornn und Galio haben beide AP Damage und Tahm Kench hat auch ein bisschen AP Damage, so das darf man da nicht unterschätzen. Das stimmt. Was ist mit Sivir nachher als AD Carry? Wäre eine Möglichkeit. Zu viel Scaling, oder nicht? Müssen wir mal gucken. Gucken wir mal. Also das Problem ist halt... Wie so eine Vayne, Alter. Knackige Vayne. Ah, das meine ich. Ist aber gut gegen Kalista. Ja, aber das müssen wir jetzt nicht vor Baumbutteln, oder? Nee. Also mit Sivir hätten wir halt auch noch echt guten Wave-Clear. Da ist halt Galio irgendwann nicht mehr so am Start. Ja, ist ja die Frage. Wenn wir jetzt Sivir picken, brauchen, haben wir halt wirklich komplettes Scaling. Aber würde ich gar nicht mal so nein dazu sagen. Wäre halt nicht gut für AD Carry. Oder Caitlyn.
Caitlyn würde ich halt, hätte ich halt Schiss drauf, weil wir halt eh wahrscheinlich gecampt werden. Also ich, würdest du einen early aggressiven Jungler spielen, dann würde ich Sivir nehmen. Lee Sin oder Elise? Ich glaube eher Lee Sin, weil wir brauchen ein bisschen AD-Damage. Dann nimm die Sivir, dann würde ich da. Nehmen, ja. Wie? Ich glaube nicht, dass wir AD-Damage schlecken, egal was du pickst. Okay, dann müssen wir aber wirklich über Early-Game ein bisschen. Also ich finde, Sivir ist genug AD-Damage auf jeden Fall. Ja, also wir gehen halt echt. Wir gehen halt echt hart das Early, aber wir haben halt auch Double TP so, ne? Also wir haben. Wenn du ASWs und ASW und Niederlesen sind gebannt, stimmt. Was gibt's denn sonst noch als Option für Jungle? Ah, geht der jetzt Jhin Midlane? Ich würde eigentlich am liebsten Lee Sin spielen. Ich hab gar. Der hatte Jhin als Most Played, aber ich dachte, das ist ein ADC. Ja, der ist auch AD Carry Main, der Drazar. Aber Lee ist doch echt. I don't know. Ich bin halt kein Lee-Fan irgendwie. Same. Wir haben halt so eine geile Comp so Kalista, und dann picken wir die Alter. Rein. Ficken die dich mit Zack und so voll krass ab so? Trash an Ivia? Alter, ich weiß nicht, wie du da einen Kick landen willst, ganz ehrlich. Ich schon. Hör mal, ist er der 300 LP Master ja, oder das, nicht? Das stimmt, ne? Ich hab ja. Aber lass mich noch überlegen so. Also Elise finde ich eigentlich okay. Das hat die freie Auswahl jetzt, ne? Jarvan ist auch noch offen, ne? Ich mag Jarvan. Eher so AP gegen Gang, deren kommt, mag ich Jarvan nicht. Ja. Nee, raus Lantern, Kalissa kann so rauskommen. Sehr schnell. Ja. Du bist Lee besser gegen Lee Sin oder Elise? Was mit Evelyn? Sag mir Bescheid. Nein, Lee oder Elise. Eins von beiden. Sag, letzter Call. Mach Lee. Okay. Let's do it. Okay, wir haben eine coole Comp. Mit chillen Paxi, wir geil. Wir haben eine richtig schöne Triple Quadra Frontline. Spielen wir mit der Heal Barrier? Würde ich sagen, ja. Kevin Trade. Okay, die haben Zack. Das heißt, die haben gute Möglichkeiten, Botlane auch zu diven, leider. Ja, aber halt da haben wir jetzt mit Sivir Tama auch eine ganz gute Möglichkeit, also. Ihr müsst das timen, ne? Wann er dich isst und wann du wärst Black Shieldest. Mhm. Ja, ich kann halt Kalista. Wurde, so. Ja, ich kann halt Kalista nicht wirklich Black Shielden. Also Kalista, Spellschienen, also Kalista eh. Nee, nur Thresh, ne? Ja. Die Hooks, die muss das Spellschienen. Ich werde einfach alles, was ich kann, Space Shield und wenn ich halt nicht Space Shield bekomme, dann musst du mich halt essen einfach. Iss mich. Also wenn wir durchs. Der Late Game ist halt auch nicht bad, so, aber Late Game ist auf jeden Fall stärker, würde ich sagen. Ah, ich finde Sivir im Late Game einfach so strong. Ah, Nivea ist halt so mit der beste ADC strong. Gegen Sivir, ne? Nivea ist mit der beste. Gegen Sivir finde ich schon. Braucht auch auf jeden Fall Executioner, ne? Relativ zügig. Kann halt kein Morellos bauen, leider. Gegen Trundle, Zack. Alles da. Bin ja gespannt, wie relevant ich später sein werde oder ob die. Bin grad nicht hier. Ja, schauen wir mal. Ja, kann das gar nicht einschätzen, wenn er so. Taunt und sowas. Ja. Also, ich glaube, ich werde halt ziemlich tanky bauen. Ja. Wir haben halt nicht so viel Damage-Quellen, das heißt, normalerweise würde ich sagen, eher vielleicht ein bisschen Damage, aber andererseits denke ich mir, ich werde eh nicht so viel Damage haben, dass es relevant nur ist. So, also, nur so prinzipiell, ne? Auch wenn wir jetzt quasi Scaling safe und so weiter gepickt haben, also Botlane ist trotzdem gut gankable eigentlich. Also, die haben wenn nicht du, mal Scaling safe, ne? Die haben immer noch Journal die... für Ornn. Das stimmt auch wieder. Nee, aber ich meine halt, wenn du über die Lane kommst oder so und wir den Trash geslowt bekommen oder so, dann können wir den noch easy bumsen. Ja, I guess. Ja. Ja, müssen wir mal schauen. Kalista Trash ist halt echt not bad. Meine Ult verlängert durch Ornn? Ja. Ja, alles wird verlängert. Fliegt die weit, fliegen die dann weiter? Müsste eigentlich theoretisch. Theoretisch, ne? Ja. Alter, wenn du deine Q nicht triffst, weinst du. Einfach aus der. Das ist out of range, ist, lol. Alter, das wäre halt. Das wäre next level shit. Das wäre halt übel dumm jetzt, ne? Das echt dumm. Okay. Fliegt aber so voll schnell weg. Okay, Leute. Mal kurz einmal für meinen. Die Cavern hier. Hallo Leute, herzlich willkommen. Zurück zum Wintersplit. King of Spandau. Hallo. Erstes Game. Wir haben ein bisschen Scaling, ein bisschen CC, ein bisschen Tankiness gepickt. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Mit ein bisschen meinen wir ultra viel. Können wir hier unten warden gehen? Ja, dann aber zu viert bitte. Die haben halt ein sehr gutes Level 1, ne? Anivia ist gut, Thresh ist gut. Dann verpisse ich mich von hier. Ja, macht das besser. Okay, let's go. Let's go, hallo. Okay, einfach nur warden. Wo willst du warden? Einfach Raptoren. Ist ein bisschen früh, ne? Nee, passt. Nee, ist fein. 60 Sekunden. Ach stimmt, ja, ich bin drunk. Also Anivia wardet bei mir auch. Nur mit Ignite-Bot. Aber die hat schlecht gewardet, ne? Ja, die hat hier gewardet. Weißt du, ich werde halt hier, kannst? bis ich wahrscheinlich... Wenn dir das Delay nicht fickt, ich starte nämlich Rap-Buff, mach dir eine Q rüber. Ja, mach ich. Mach einfach random eine Q rüber. Wobei, mach die irgendwo anders hin. Keine Ahnung, nach hinten oder sowas. Weil dann sonst pullen die und dann moven die durch den Ward. Ha. Okay. Also mach die einfach random, dass sie seht, du hast Mana gewastet. Ja, aber ich weiß ja gar nicht wie.
einfach ein Fake, einfach Cube. Ja, ich weiß, aber ich will im Ward für dich das auch machen. Das ist. Hä? Mach das einfach nach hinten so. Ja, alles gut. Alter, okay, Jungs. Let's go, Leute. Ficken wir weg. Ich glaube, Level 1 haben wir sogar noch. Kann's gehen wieder, sonst ist das wieder zu obvious. GW. Warte, ich second Q ab. Ja, ist trotzdem. Push Start, ich kann mit rein erstmal. Wir sind nur Level 2 und dann sind wir halt safe eigentlich. Okay, kann sein, der hat wahrscheinlich Blue gestartet. Brundle hat auch vorher. Nicht unbedingt. Anivia hat Level 2 nach der ersten Wave bekommen. Ja, dann hat der Raptors gekriegt. Dann war hier Start. Also muss ich aufpassen. Er hat wahrscheinlich die Damage gekriegt. Ne? Ich werde ihn aber pushen lassen. Okay, dann wird. Level 3 top. Wird Level 3 oder top Mitte. Oder. Also Level 2 auf jeden Fall top sein Jungle. Ich werde flashen, ich werde den Hook flashen. Der Weiße muss flashen. Kann nach Blue kommen, ne? Oh, wenn fuck, ihr überlebt. Ja, du hättest nicht für den Minion gelöst. Ich dachte, wir killen den noch. My bad. Flash hat. Flash hat geflasht, oder? Hat der geflasht? Ja, der hat sich drauf geflasht. Flash Flay. Aber er hat den Kill bekommen, ist okay. Ja, und wer jetzt halt. Ist auf jeden Fall attraktiver zu ganken jetzt. Also, der Flash hat keinen Flash, das heißt, dass wir den safe killen können, wenn wir den. Ja. Also, wenn quasi du über Lane kommst und während Time Kench Q frisst, ist der eigentlich safe. Kriegst gut. Du da drauf? Nur aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr gelöst werde. Nee. Alles gut. Deck immer noch irgendwo von hier, ne? Nicht vergessen. Ah, das ist true. Kannst du mir ein Ward stellen? Können die dich nicht. Ja, mach ich sofort. Das wäre so. Ich hab einen Schuss gehabt, dass Deck vielleicht da ist. Hat den Drybrush gewardet, glaube ich. Ist er? Ich hab dich teilen. Okay, pass auf Bottom dann. Deck ist mit der. Ja, bin hier reingepusht. Jo. Bin in deren Blue. Hier ist der Sack. Danach komme ich top. Okay. Der Sack ist hier. Ich komme inside top. Go. Sack ist hinter euch, ne? Ah, lass nicht. Ja, ist fein. Hier. Lass mich jumpen. Warte rein. Ich hab's einen Blue, der wird irgendwo hier sein. Oder nochmal Top-Lane über Lane oder Mitte, aber du hast einen Ward von mir. Komplett safe. What? Oh, ja, ich hasse ist, das ist jetzt 12. Oh man. Dann Bullshit. Ja, also Botlane ist komplett unlustig. Bei dem können wir gar nichts dagegen machen. Ist ein Gank Botlane denn Der hat halt kein Flash. Auf jeden Fall, ja, eine, also Gank ist Base. Auf jeden Fall möglich, ich ja. Ich komm jetzt direkt nach Base. Okay. Meine Qs sind nicht so nice gerade. Zack hier. Okay, ja, da will auf jeden Fall für mich gehen. Aber kein Flash. Wie ist das, wenn du dich vom Thrash hooken lässt, Kutscher? Ja, das geht klar. Kannst du einfach dann noch. Also, hook der das. Ja, der hookt mich die ganze Zeit. Oder versucht's. Und dann einfach auf den Turn so. Mach noch kurz Grump, weil ich hab's meiner. Okay, Dings war hier. Kann auch sein, dass die Base gehen. Ich komme hier. Ich meine, die sind hier. Anivia hat Midlane TP'd. Tier Anivia, ich krieg. Okay, du kannst dich von Thrash zucken lassen, ich bin auf Lane. Ja. Okay. Ich zeig mich Midlane wieder, damit die. Bisschen mehr Sicherheit haben. Hier? Flash, gut, Flash, gut, Flash. Du bist low, ne? Denk dran. Der hat keinen Schild. Flash. Pass auf, Sola. Pass auf. TP kommt raus. Ah, TP. Ich hab keinen. I don't know. Dead. Du musst den halt direkt. Ich dachte, du kriegst jetzt Stacks so zum Essen. Nee, ich glaub, du wärst nicht angekommen. Das Game ist over. Nichts vor. Nein, also. Wir dürfen einfach noch nichts weiter forcen. Ich werde 40 Minuten lang useless. Eieiei. Flashbacks zu keine Minion Time, Alter. Ja. Next time, Ban Kalista. Ja, what? Gut. Ah, jetzt ja, Entspannung, Entspannung. Wir können nach dem Game ja gucken, was wir an. Entspannt euch mal, what the fuck? Es ist übel gewonnen, das Game. Easy. Siehst du, da ist. Ich bin jetzt schon ungefähr 1500 Gold hinten. Das ist okay. Wir aber müssen wir. Andi wird jetzt Level 6. Das heißt, die pusht jetzt. So halt abzuwarten mit der Lane. Pressure. Auf müssen. Jeden Fall, alle, die dieses Video sehen, wissen jetzt, warum auf den Worlds Kalista 100% Bann halt hat, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt Ult. Andi wird pusht halt jetzt nur noch rein, so das ist ein bisschen. Aber. Bann hat geflasht übrigens. Komm bitte, kannst du da drauf? Wenn man die Lane fließen, einfach unterm Tower die ganze Zeit schön mit diesem Turm wieder verlassen.
Nice. Ich hab keinen Mana. Nee, ich hab keinen Mana. Ich kann da nicht viel machen. Bot ist Mist, Bot ist Mist. Oh, really? Oh, das ist Mist, ne? Flash kann kommen. Flash kann kommen. Ja, der war schon. Achso, ich hab in der Phase halt einfach noch nicht so einen Mana-Pool für so ein Fight. Wenn man hart auspushen, bevor Flash kommt. Oh, trotzdem gut. Hat die geflasht, ne? Ja, die haben ja, safe geflasht. Und auch kein Eck. Könnten in der Theorie es halt demnächst nochmal probieren, aber. Schon das hier. Schade, ey, dass die den Knockup gefressen hat, war echt witzig, so. Ich freeze nicht. Ich bin jetzt zu 6, also da kann ich bitte campen. Können wir gerne machen. Ich habe halt in 25 Sekunden Flash, da müssen wir den eigentlich safe haben. Dann am Pinkboard, den können wir nicht clearen. Frage ist halt, was wir jetzt Bot machen. Wenn wir halt die ganze Zeit einfach nur safe spielen, werde ich mit jeder Minute, also mit jeder Wave wahrscheinlich 3 CS weiter hinten sein vom Farm her. Können wir irgendwie Jungler holen und das einmal durchpushen? Ist das dann besser? Naja, bis sie wieder freezen, ja. Die können halt jederzeit, die können halt, die haben halt 100%ige Kontrolle über die Lane. Okay. Wir können gar nichts machen. Okay, wir müssen es halt am besten einmal rausbouncen. Wir können nicht ganken. Ah, stimmt. Der Pinkboard fliegt uns halt auch. Flash ab, ne? Wann bist du, ja, jetzt schon. Ich kann kommen. Na, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon... Guck mal, probieren. Ich bete mal so ein bisschen, aber. Mach Blue. Jo, kannst du auch nehmen, wenn du willst. Würde ich eh nehmen, ach, weil da bin ich 6 und dann. Ja, achso, du warst noch gar nicht 6. Jungler ist hier, Jungler ist hier. Okay, Jungler Bot. Ich hab TP, aber. Wenn die ja, TP mal, TP mal, TP mal. Not sure. Ich glaub, der hätte es auf die Minions TP sein. Ja. Oh shit, sorry, ich hab abgefahren. Ich dachte, das ist vorbei. Kommst du da raus? Kompletter Int. Ah, Leute. Nicht gut. Das war ein Lucky. Keine Ahnung, wie wir das spielen wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist, wenn wir einen Laneswap forcen und versuchen, das dadurch ein bisschen rauszunehmen, dass ihr jetzt einfach Toplane rennt? Kevin getowerdived. Ja, ja, aber wenn ihr oben jetzt einfach versucht, den Trundle möglichst krass zu überraschen? Können wir nicht. Wir hätten nur Level 4, das heißt. Wir machen dem halt keinen Damage. Und der, also der würde uns aber wahrscheinlich töten. Aber wir haben halt Ohren. Ich glaube, es ist die beste Option, die wir haben. Wenn ihr Botlane rennt, wird das jetzt sich nicht mehr ändern, oder? Also. Ne, ich meine, gerade wurden wir halt gegankt, so. Also, das war jetzt halt grad. Scheiß drauf, ich camp einfach Toplane durch. Ja, das Problem ist halt, dass. It's Midliner, I guess! Die jetzt schon so hart behind sind. Ich kann nirgendwo ganken, so. Irgendwie. Nee. Wir dürfen nicht so viele Losing Lanes pinken. Also ganz im Ernst. Das ist kein Losing Lane, ich fühle mich geforst, weil Botlane rumgeheult wird. Ach so, ja. Dass ich 1v1 probieren muss. Okay, okay. Ja, dann lass einfach mal tief durchatmen so. Ich meine, im Prinzip haben wir ja halt immer noch ein gutes Scaling. Und ich meine, das ist klingt aber spannend, nicht jetzt erst. Die werden schon ja, aber noch, das wussten wir von Anfang an. Ja, ja, aber die werden ja schon noch 8 Fehler machen. Oder 10. Oder 12. Ja, je nachdem. Ich mag das halt nicht immer. Das Rumgeheul, aber man weiß, dass wir halt rumscalen, dass wir aufscalen und Level 2 sterben. Ja, ist ja auch keine böse Absicht. Ja. Einfach nochmal tief durchatmen. Ich würde sagen, wir probieren Midlane einfach trotzdem, ne? Die hat kein Flash, die hat kein Eck. Die sind auf jeden Fall 2-2 nicht schwächer, die haben beide nur einen Assist. So, bist du nicht weggesnobbert bei uns. Solo Lates ist fein, nur Botlanes. Aniva ist hier? Ich glaube, die geht's in Blue, aber Trunder könnte moven. Weiß nicht genau, ob das cool ist. Wir haben Dings. Oh, LOL. Alter, damit habe ich gar nicht gerechnet, Alter. Willst du da hin? Ich hab Ult. Nice. Nice, nice, good job. Schön. Aber warum Rico, der da? Du machst die Vision Pflanze und er denkt sich, time to shine. Ich glaube, die wussten nicht mal, wer da ist. Ich habe die ja nur gesehen wegen Vision Pflanze, die haben niemanden gesehen. Willst du in Mitte kommen? Ich hab's ein bisschen. Ja, kann ich. Der macht mir ja gar keinen Schaden. Kann ich. Ah, ich komm raus. Jo. Also, Bot-Turret fällt auf jeden Fall bald. Also, bald meine ich nichts, Ray. Ich ulte. Kein Bock, Alter. Trash-Move-Zeug. Sollte fein sein. Ich kann auch ein bisschen sehr moven. Nice. Ja. Bot-Turret ist jetzt down. Das war auf jeden Fall die interessanteste Stelle. Was machen wir jetzt mit Bot? Wir werden jetzt wahrscheinlich dann den nehmen und swappen. Okay, ich glaub, wir sollten auf jeden Fall gegen swappen, also, I guess. Wir könnten auch einfach weiter pushen. Ich glaube, da haben wir auch nicht wirklich gegen swappen. Wir haben halt eine Inferno gekriegt, ne? Und next one ist nochmal. Gehen wieder auf mich. Okay, ich bin fein, ne? Trundle hier. Jo, ich soll trotzdem fein sein. Ah, der. Ich habe Ultimate ab. Ja, ich glaube, ich verpiss mich trotzdem. Das ist auch endlich meine Ult. Swappen wir gegen? Was machen wir? Okay, Anivia. Ja, wir swappen wir gegen. Ich glaube, wir sollten gegen swappen. Deck jetzt bitte. Ich flash das. Oh, interessant. Hm.
Noch swappen die nicht, ne Kevin, du musst jetzt aufpassen, dass sie jetzt zu Top kommen. Dritt. Ich tippe hier mit Lane. Und wir auch noch Pressure. Ja, machen die gerade Herald schon direkt. Nivea zieht jetzt hier hin. Ja, zieht fast dann raus. Noch ist nicht pullt. Okay, ja, dann Schimmer. Nivea wandert die Flash wieder ab. Aber die swappen noch gar nicht, ne? Die können auch jederzeit Mitte auftauchen. Ja, ich gehe fast davon aus, dass die weiter Botlane sein werden, weil die uns halt 2v2 so. Also, ich glaube, dass die uns 2v2 so hat, Persian Botlane, dass wir auch die nicht wirklich hier machen können. Wer ist da? Zack. Das heißt, ich kann ja nicht unrein. Ich kann hier noch eine Wave aus, dann haben wir ein bisschen was. Ja, die sind oben. Okay, die sind top. Okay. Hat der das jetzt? So viel Mana. Ja, die hat schon Blade fertig. Komm ein bisschen in die Nähe. Hat der Flash-Hub in der Mitte? Müsste wieder ab sein. Zack ist auch Mitte. Können wir hier? Deck an der Seite. Ja, ich kann kommen. Weiß nicht, wie stark du bist, ich kann das nicht einschätzen. Trundle der TP auch wieder ab, ne? Ich geh mal den Pink, ne? Ich habe jetzt einen 65 wiederholt, also ich kann Richtung Topline gerade gar nichts machen, leider. Ja, ich sowieso nicht. Also die kiten mich komplett weg. Ja, das, ich glaube, wenn du da hochgehst, das ist nur Verschiebung von Gold von uns zu denen. Ja, wir werden jetzt einfach, also die sind bestimmt hier drin, einfach am Tower chillen und die kriegen halt wahrscheinlich so noch in 3-4 Raids, haben die nächsten Tür. Ah, Niva zieht immer hier hin, ganz nervös, wenn ich Richtung Topline move, also ich glaube, die haben hier keine Vision. Die hat echt Schiss. Kannst du da drauf? Na, ich weiß nicht genau wie. Ich kann's probieren, so, wenn sie halt... Ich weiß immer noch nicht, wo Trundle ist, Zack hier. Ja, ich komm da rauf. Nee. Die wollen top-diven, ich versuch zu backuppen. Komm mal Richtung Mitte. Der ist ja immer noch. Aber so ist das hier immer, also die chillt einfach. Komm, ich komme. Geh noch mit mich hin. Jetzt Richtung Top-Lane durchziehen, Kevin? Nee, wir haben Tier 2 sonst. Okay. Wenn er weiter pusht. Ich gucke aber. Ich gucke auch, ich guck mal, ob ich Richtung Top-Lane wegen Ult komme. Nee, wir wollen Kutscher. Ich hab Ult ab. Ich bin jetzt in Range. Ich bin aufgedeckt. Kein Mana mehr. Ich habe halt echt keinen guten TP-Ward. Ah. Nee, also macht keinen Sinn, Plays zu machen und gehen. Okay. Wenn wir beide mit Kalister Thresher in einem Fight verwickelt sind, gewinnen wir den aktuell nicht, egal was passiert. Okay. Aber ich die werden halt jetzt einmal weiter pushen und den Tür drauf. Wenn die diven, würde ich ja trotzdem gerne in Old Range sein, das so die. Aber das wird gar kein Dive, ne? Nee, die kriegen jetzt einfach den Tür. Okay. Ja, ist wahrscheinlich besser. Ah, Tia, nie wäre es fun. Kannst du jetzt da irgendwie drauf? Kommst du da ran? Ey, das Ding ist halt, wenn die nicht dumm ist, wollt ihr mich halt. Und das weiß die, glaube ich, genauso wie ich. Das heißt. Okay. Dann, ja. Ich hab halt. Turn, das ja. Ihr müsst swappen. Ja. Das können wir das oder, nee, wir können es nicht contesten, also push. Sicher nicht? Können wir? In der guten Ornult, Alter? Müsst ihr sagen. Also, ihr dürft keinen Schaden von mir erwarten. Also wirklich gar keinen Schaden dürft ihr von mir erwarten. Ich hab eigentlich ganz gut damit. Also wenn wir halt jemanden catchen, dann ja. Kalista dann ist ungefähr 3000. Ja, aber ich hab Midlane jetzt gerade eine Wave, die reinkommt, ne? Ja, ist ja noch ein bisschen. Achso, ach. Ich hab dein Go-Go die Wave noch voll falsch interpretiert. Go-Go, on in the base. Anivia? Ich hab halt gedacht, dass der Flash nicht von hier kommt, oder? Kalista ist jetzt unten. Okay. Also hier ist Pink. Ich gehe da mal contesten, Kevin, okay? Ah, oh, die sind dran. Ja. Die sind... Oder nee, Anivia... Trundle ist top, Trundle ist top. Ja, die sind dran, die sind dran. Können wir? Ich komme. Ich komme halt von hier. Ich glaube, wir können da nicht rein, oder? Ist auf. Ah. Tell doch, unlucky, dass schon wieder zwei Infernal sind, ne? Oh Junge. Felix, sehen meine Animations cool aus. Die Bot rotiert jetzt Mitte. Wie machen wir das? Im Prinzip, also wir können halt die mirroren, aber dann wird dir der Turret fallen, den die pushen. Ja, ich kann das halt nicht Wave clear, muss ich sagen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen versuchen zu fighten. Okay. Wir dürfen nicht so viel abgeben. Ja, können wir denn, also ich würde fight, wenn du über Ornn und mich sehen. Ich hab nur kein Ward wieder. Ja. Kann theoretisch hinter die Ulten mit Unlucky oder? Weiß nicht, Johnny Ulti drauf oder so. Aber wenn du hinter die Ultis mit Gegner nie wärst. Ich versuch das, wenn die hier in der Wave sind oder so, einfach zu engage. Ich hab keine Flash up. Okay, ich hab Flash up. Die ist gewartet. Kannst sweepen, habt ihr da sweepen? Also ich werde Kalista versuchen zu kicken, so. Die haben jetzt Herald. Okay, ja, dann lass das doch probieren. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Das Game fließt. Kannst du hier irgendwie warten? Nee, ich hab die leider mein Trinket raus. Ich geh instant auf Kalista. Ich habe nie wär Kalista. Kalista down. Kevin, du T-Pack ist. Weg! Weg! Ich geh mit dem.
Das sag ich nicht nah, mein Junge. Können wir hier noch hinterher? Ich hab Ult. Komm mit. Kann ich den Kill haben? Ich brauch ein bisschen Gold. Trundle? Trundle, Leute. I need your space. Wenn ich hier Trundle, ich krieg nämlich die Top Wave. Ich ulte dich, ich ulte dich. Ich geh zum Solar. Slow ist drauf. Hier Trash, Trash, Trash. Ah, okay, nicht übertreiben. Was ist zu lieb? Passt, passt, passt. Ist fein, ist fein. Guter Fight. Sehr schön. Ich hab nur für den nächsten Kite Flash. Ich leider auch nicht. Der TP? Ja, ja, der TP. Nee, ob sie TP hat. Aber ihr seht so, wir können Kalista übel down ziehen. Ja, wir müssen genau solche Sachen noch weitermachen. Ja, Turret zwar verloren wegen Harold, aber das ist okay. Hätten wir wahrscheinlich so. Hit den Kill nur, das ist so. Vielleicht ist Sense wieder ready. Ja, aber ist nicht so schlimm. Good job. Alex, ich weiß nicht, hat der Kalista irgendwas benutzt? Nee, ich hab die. Also die war. Nee, die kam nicht auf den Boden. Die war echt die ganze Zeit in der Luft, Alter. Das waren einfach nur Flash-Tor to kick into E. Vor allem hab ich sie. Ich wollte sie ja nicht mal eh. Sie war einfach noch in der Luft. Was sind sie über? Hier ist doch schon mal was. Ich hab sogar ein Level-Advantage. Denkt an die, was wir brauchen, halt genau solche Catches die ganze Zeit irgendwie. Jo. Ich geh jetzt wieder Base. Seid, nice, wir sind eigentlich nur 20 CS hinten, das hätte auch viel schlimmer sein können, Botlane. Da ist alles noch fein, so auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Ja, jetzt Runans. Also, sie ist halt ein Item vor mir. Okay. Lass jetzt wieder bitte gehen. Oh, ich komm wieder. Ich hab 18 Sekunden bis Ult, ich hab Heal up und Flash hab ich auch. Ich kann jetzt die Caster Minions One-Hitten, also ja, ich kann das im Normalfall ein bisschen besser dürfen. Wir gehen top. Ja, wir kommen auch. Trundle ist Bot. Wir werden jetzt hier im Channel irgendwo abfangen wollen. Ich werd hier pink drawn. Ja, die sind top. Ich hab keine Passive, ne? Ich hab keinen Sweeper hierfür. Auch nicht. Hier, Leute, ihr seid ein bisschen spät. Ah, ich wurde schon. Ich hab den Sack zu viel. Channel Split push halt Mitte in der Zeit, ne? Ich kann doch nicht ruhig. Ja, ja. Ich, wahrscheinlich bleib ich am besten Mitte, oder? Ja, ja, du hast Ult, ja, ja, ne? Ja, ja. Wenn du Ult hast, auf jeden Fall. Jo, ich geh wieder. Ich hatte halt gerade noch keine. Du musst Toplane dann, Solar. Ja. Wenn es jetzt in Bottom geht, die Wave ist halt auch ziemlich groß unten. Naja, aber noch ist er hier. Bin halt in Ult Range aktuell, aber wenn ich weggehe, ist der Mitte. Ja, wollen wir jetzt einfach Death oder wollen wir gucken, nochmal so ein Play zu machen? Ich glaube, wir können gerade deppen erstmal. Ja, ja, erstmal versuchen. Trundle zieht jetzt Bot. Trundle zieht jetzt Bot. Kannst du hinterher? Naja, ich muss halt erst Wave gehen, so der ist halt immer vor mir. Wir werden abbrechen, glaube ich. Okay. Sag jetzt mal, der Bot ist halt wichtig. Ich glaube, jetzt wollen die was probieren, die sind jetzt gerade wieder. Guck es raus. Ich hab TP. Aber wir haben doch eigentlich genug dafür, oder? Um den Dive zu verhindern. Also wenn Kevin jetzt wieder top geht, solltet ihr genug haben, ja. Aber sollte Kevin nicht eigentlich eher Bot und du Mitte dann, damit du immer in Ultrange bist? Ich hab auch TP, ja, aber das stimmt schon. Sag mir bitte, wenn die diven, ey, ich muss halt instant. Ja, alles fein. Also auch wenn es nicht so aussieht, so, der kann mich ja easy interrupten. Der hat gerade Lantern gebaut, ich denke, wir brechen das mal ab. Okay, hier in Trundle ist jetzt am Blue so, aber das ist ja egal. Sind immer noch hier, die sind immer noch hier, Vorsicht. Der Thresh ist hier solo, der Zack ist hier solo. Ah, die sind alle da. Nicht, dass der solo ist. Ah, ja, okay. Kann jetzt jederzeit Nash gehen, ne? Ich hab keinen Sweep up. Ich hab Orb in 60. Ich hab TP up. Wir können sogar schon dran sein, ja. Sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Die haben eine Kalista halt, ne? Nee, die trappen. Können wir da engage? Hast du ein Ward? Ich ward dahin und kann dann ulten. Trundle kommt jetzt auch. Ich ult Sola. Ich hab nichts mehr. Was ist denn Geld? Versuchen, denke ich. Ich hab die Kalista. Ich kann mich genauso wenig bewegen. Ja. Brauchst du, wenn er könnte. Ja, also wenn wir keinen perfekten Engage finden, dann geben wir aktuell möglich Team. Ja, das ist trotzdem mein Nash. Ach komm, do it unlucky, 100! Prozent. Kannst dich direkt mal beweisen, Bruder. Oh. Alter, ist auch nicht halt. Blue Trinket. 7000, du hast halt ein Ward drauf, ne? 6000. Ich, es geht Kalista. 5000. 4000. Ja, stimmt, das ist ein Kalista. Nice try. Alter, die hat auch noch Failrend. Sad life, Mann. Halt super, okay, wir haben jetzt wieder Flash up, das heißt, wir sollten jetzt wieder einen Engage forcen. Wenn wir es nicht machen, endet so wie gerade. Das heißt, wir versuchen den Play zu machen. Ich habe 10 wieder Flash up, ja. Ja, ich habe. Hab. Aber vielleicht warten wir am besten trotzdem auf meine Ult, also. Die 80 Sekunden machen den Praten jetzt nicht fett. So, da könntest du mir gerade noch beim Blue Buff helfen, wenn du da in der Ecke bist. Mhm. Doch, die 80 Sekunden machen den Braten fett. Die werden Bot easy kriegen, die werden Mitte in der Zeit kriegen und vielleicht sogar auch top.
Jetzt hat die Frage, sind wir bereit T1-Türme auf, sind wir bereit T2-Türme aufzunehmen? Nee, wir fighten das, okay. Ich wollte, ne, wenn wir auf meine Ult warten können, ist cool. Können wir nicht. Bisschen, ne? Ist halt nicht gut. Oh mein Gott. Sad life, Alter. Ich habe halt wirklich in deiner Q-Animation den Autotext schon durchgebracht. Jo. Und dann habe ich auch noch gekrittet mit 20% Crit. Jo. Wir brauchen auf jeden Fall. Das gibt es doch nicht, Alter. So ich habe auch mit dem Autotext gerichtet, aber ich habe gar nicht dran gedacht, dass du ja auch kritten kannst. Ist alles mein Bett so. Bin ich auch nicht mit 20%. Channel wird splitten. Ja, aber Orn kann ja die Wave clearen, die machen jetzt Drake, da müssen die Bot erstmal die Wave annehmen und dann hab ich Ult. Okay, dann lass mal Topline gucken, so. Weil die brauchen noch ein bisschen. Nee. Okay. Wir gehen hier rein. Okay. Wenn die das nicht lancen, dann können wir die da engagen. Sollte ich Mitte noch die Wave nehmen? Nee, ihr braucht mich für den Engage, ne? Da kommen wir nicht mehr rechtzeitig rein, wa? Nivea ist da. Ist da reingeguckt schon. Nee. Nivea ist, in unserem Jungle. Wollen wir probieren? Kannst jetzt gleich versuchen. Ich muss ja auch probieren, aber so easy ist es halt nicht. Die sind ja jetzt gerade gesplittet, ne? Butch ist nicht da. Ich werde auf Kalissa jetzt gleich gehen, wenn ich call. Lass mich mal hooken. Jetzt ist hoch. War da raus dann? Ah, sehr gesund. Jo. Nein. Oh, shit. Kalissa kein Flash, ist halt echt instant geflasht. Also ich kann auch nicht. Ach Mann, ey, ich hätte wahrscheinlich mit dem Flash schon engagen sollen, das ist schwerer zu flashen, aber. Ah, fuck it! Ich bin Galio, ihr Ficker! Weiß nicht so, wir sollten keine Jungle Bands wasten. Der Typ spielt eh nur Tanks. Der macht nichts in dem Spiel. Los! Der Typ macht wirklich nie was. Nicht mal mit Fiddle hat der was gemacht. So, die spielen nur around Botlane eigentlich. Jo, Botlane ist halt super dumm. Aber das geht halt, aber um Botlane-Spiel geht halt mit den Champs, die er pickt halt auch nicht. Mit ja, können wir gleich mal gucken, aber ich glaube, das Ding ist auf jeden Fall durch. Gibt's denn ein Depth-Tutorial auch Depth to Death? Weil das war gerade meine beste Auslegung. Ich habe 45 Sekunden TP. Ich weiß nicht, können wir Kalista drop? Aber wir haben auf jeden Fall noch einmal eine Chance für einen Fight. Und dann müssen wir davon 6 gewinnen. Ja, wir haben es hier, wir können die clearen. So, Double Inhib ist nicht unser Problem. Das clearen wir. Double Inhib plus Nash, schwerer. Das wird dann nicht. Also haben wir noch 3 Minuten 50. Ja, bis dann sind auch die Flashes wieder ab. Also ist quasi unser Game. Was ist der gerade? Ich glaube, der Solo ist. Wir hätten nicht gegen die scrimmen sollen gestern. Aber wir haben weil deswegen haben die auch noch meinen S-Ring gebannt, Alter, weil... Ah. Ja, ich bin dafür, dass wir nächstes Game einfach Winning Lanes auf jeden Fall picken. Also, ja, daran lag es jetzt nicht unbedingt, weil ich habe Level 2 einfach geht und so. Aber das darf... Okay, ich geh jetzt auch wieder Base. Ja, lass trotzdem noch... Also ich weiß, das Game ist quasi over, aber ich würde trotzdem ganz gerne noch drauf fokussen. Wir haben ja danach genug Zeit darüber zu quatschen, wir haben ja keinen Zeitdruck. Lass einmal probieren, am Ende zu fighten. Kalista hat keinen Flash. Ja, ich hab aber auch keinen, also ich weiß nicht. Soll ich einfach mal da rein ulten und Johnny ult noch nicht drauf? Mach mal. Johnny, go, komm, mach. Wo gehst du denn hin, mein Junge? Hier. Das ist ja alles andere als eine gute Idee, aber ich bin drin, Alter. Ich habe hier auf jeden Fall einiges CC, die Kalistas Half-Life. Brauch hier Unterstützung. Mayday, ich kann help! Ich kann mich die ganze Zeit nicht bewegen, Alter. Ey, aber das ist echt voll lustig, komm und theoretisch gar nicht auf den Catch. Alter, ich war richtig gut auf beiden Carries. Wenn ich jetzt noch 6000 AP mehr hätte, hätte ich die easy geholt. Ich kann so ungefähr nichts machen, Alter. Ich komm gar nicht an die Rand. Okay. Ja, nächstes Game picken wir die einfach im Early Game weg, Alter. Gig EWP. Ja, das... Da hat auf jeden Fall noch der Kämpfer gespielt. Jo, ich spiel jetzt Halo, komm zurück. Oh, scheiße, Alter. Jetzt sag mir nicht, ich hab die ganze Zeit den Client aufgenommen. Oh, wäre besser gewesen. Schlimm ist es nicht so. Oh, feier, das war. Du hast gegen Kalista Trash so den Zehntel eines Fehlers. Ja, das war eine weitere Folge. King of What the hell ist der Damage-Kraft? Ich wünsche euch was, macht's gut. Dass ich da auf jeden Fall gleich weg.